Und da ist es, glaube ich, noch, wo es ein bisschen auch dann schwerfällt zu öffnen, weil dann denkst du, du darfst dich, kannst dich nicht rechtzeitig zurückziehen. Ja, also bei mir kam, ja, das war ganz interessant, zuerst die Rose. Die habe ich sofort vom Verstand aber wieder weggeschoben, weil ich dachte, du hast die gerade eben vorher erwähnt. Da war ich mir einfach total unsicher. Und dann habe ich nochmal gefragt, schickt mir ein anderes Bild. Und dann habe ich einen Topf bekommen, so einen silbernen Topf, wo der Deckel immer hoch und runter geschoben wird, gesetzt wird. Und dann habe ich gefragt, was das bedeutet. Und da kam, fülle den Topf mit Leben und mit Liebe. Auch lasse dich füllen. Oh, schön. Und dann ging diese Bewegung weiter. Und dann habe ich nochmal gefragt, was dieses Öffnen und Schließen bedeutet. Und dann kam Ruhe und Öffnung im Wechsel. Also ruhen und nicht öffnen. So habe ich gesehen. Sehr schön. Und weißt du, wie du dich öffnest? Nee, noch nicht ganz. Was Also ich hat, kann das das könntest du dann Öffnen. noch jetzt fragen, weißt du? Zeig mir doch mal, gib mir ein praktisches Beispiel oder zeig mir, wie kann ich mich noch in einem sicheren Umfeld oder je nachdem, wie du das beschreiben möchtest, was du möchtest, weißt du, damit ich mich gut fühle, öffnen. Also einfach ist es nicht. Ja. Ja, ich merke auch, dann fängt meine Interpretation ganz schnell an, wie ich jetzt machen würde. Und glaube, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, nochmal nachzufragen, auch zu dürfen, eben wie du das gerade gesagt hast. Man darf fragen, man darf weiterfragen und nochmal mir wirklich mehr Antworten zu holen. Du könntest auch, mach's doch gerne mal mit mir. Du könntest auch sagen, zeig mir bitte noch mal ein Bild. Wie kann ich mich liebevoll öffnen? Liebevoll für dich öffnen. Also ich habe, mir kommt gleich das Wort Entspannung. Einfach zu kommen in Entspannung und das die Öffnung bewirkt. Also mir haben sie auch ein Bild gezeigt. Die haben mir gezeigt, gute, in Englisch heißt es, good fences make good neighbors. Schöne Zäune machen gute Nachbarn. Und also, wenn man so ist, in Englisch hört sich's besser an. Und dann zeigen sie mir, wie ein Mensch so einen Zaun baut, aber über den Zaun hinweg lächelt und winkt und sich mit anderen austauscht. In anderen Worten. Wenn ich es übersetze, was sie mir sagen, du darfst gerne rausgehen und Spaß haben und dich öffnen, aber, und das glaube ich, ist vielleicht bei dir noch, wo du das hinzufügen kannst, du darfst dich auch wieder zurückziehen, ohne dass du dich entschuldigen musst oder so. Und da ist es, glaube ich, noch, wo es ein bisschen auch dann schwerfällt zu öffnen, weil dann denkst du, du darfst dich, kannst dich nicht rechtzeitig zurückziehen. Ja, Ja. kann ich ganz viel mit anfangen. Ja, genau so. Also vom Menschlichen her fühlt sich's vielleicht wie ein Paradox an. So man tritt auf das Gaspedal und auf die Bremse zur gleichen Zeit. Aber die zeigen mir, das ist genau richtig, so wie ein Tanz. Du gehst ja auch nicht nur vorwärts, wenn du tanzt, weißt du? Du gehst dann so kreierst du den Tanz. Auch ein tolles Bild eigentlich, weißt du? Ja, Schön. ja. Ja, wunderbar. Dankeschön. Schön.